2 Meter lang. Der Spannweite war 16,5 Meter. Là-bas, ils l'ont détruit. L'atterrissage, on ne le verrait aucun, parce que même en étant prêt à Airbus, l'atterrissage, c'est juste le parachute. So, wir grüßen Sie mit Wicke und einem schönen Applaus.
unser Grubens-TBM Avenger und hier die Eigenschaften von dem ehemaligen Torpedobomber wunderbar bei uns am Siegerdi 2019 präsentiert hat. Und unterdessen wird sich der Dave Olani mit dem Jagd 52 bereit machen. Der Jagd 52 ist Anfang der 70er Jahre in der Sowjetunion entwickelt worden. Ab 78 haben zum Teil auch in Rumänien fertiggestellt worden. Und bis in den 90er Jahren sind ca. 1800 Stunden von diesem Jagdmann mitgebaut worden. Thank you.